Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Jo! Wir machen mal eine heftige Schlacht, würde ich sagen. An sich sieht es sehr ausgeglichen aus von der Streitmacht, also von der Anzahl. Wir haben natürlich die besseren Soldaten, aber er hat eine fette Mauer. Schauen wir mal, wie es aussieht dann. Ich schenke mir mal schnell was ein, das habe ich vor der Aufnahme vergessen, aber das ist ja wurscht. Klug, 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 klug. So. Ja, heute ist Sonntag, das heißt morgen ab 3 Uhr. Sorry, dass ich das jetzt irgendwie immer erwähne, aber ja. Morgen am Montag wird wieder ab 3 Uhr gestreamt und es würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Also letztes Mal waren sehr viele dabei von euch, also hat mich ja auf jeden Fall gefreut. Und ja, morgen, also montags, warte, ich mach mal das Kuddelmuddel hier weg. So. Montags spielen wir immer ein bisschen was Lustiges, das heißt, wir spielen ein Acted-Out-Spiel, das bedeutet, dass, also das Spiel, Moment, so, Entschuldigung, wo ist jetzt der Turm hin? Da. So. Ja, es gibt nur zwei Türme. Und wo ist der Turm hin, Tobi? Hä? Wo? Ja, wo ist der Turm? Entschuldigung. Gut, also. Montags spiele ich meistens so ein schönes ruhiges Spiel. Das heißt Eastshade. Und ein lustiges Spiel, das ähnlich ist wie Activity. Und genau, also quasi, ihr seht mich in der wunderschönen, totalen Aufnahme liegen. Und ich zeichne was und ihr müsst einfach nur raten, was das sein soll. Und das ist schon sehr lustig. Genau. Und wie gesagt, also würde mich sehr freuen, wenn ihr am Montag dabei seid. Und wenn nicht, dann nächsten Donnerstag gibt es natürlich wieder einen weiteren Stream mit ein bisschen strategischen Content für euch. Genau. So. Dann springen wir mal ein bisschen vor. Oh, die tun schon echt weh. Die tun schon echt weh. Das ist denen natürlich wurscht. Und die sind, haben sich festgebackt. Ich tue die mal weg, weil die Verluste sind zu groß. Königliche Feldmasken! Jetzt!
Okay, so. Das passt gerade ganz gut. Also hier wird natürlich das dann platt gewalzt. Also du hilfst hier mal ein bisschen. So, leider ist die Schildkröte nicht ganz so schnell, aber sie zertrümmert halt dann ja, die ganze Mauer und dann kann ich da durch. Das ist ja auch sehr stark. Sehr schön. So, und jetzt totale Eskalation. Sehr gut. So, ihr da oben. Das sind einfach zu viele. Oh, wow. Oh, wow. Es sind halt einfach nur noch 10 übrig. Und davon auch nur noch. Was ist denn da passiert? Just happened. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Das ist interessant, dass er außen rum kommt. Tja, was macht ihr denn hier so alleine? Ach, wie nett. Da sind ja so viele. Sehr schön. Ach du. Wow. Uiuiui. Das sind ein bisschen zu viele.
Kredonia sind bereit. PC Tyrol. Zu Befehl. Die Krieger erwarten euren Befehl. Die Zeilen sind Reiterei. Ihre Kavallerie bereit und fertig. Da muss ich jetzt ein bisschen Micromanagement machen. Geht schon. Kavallerie, vorrücken! Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Die Tyrannreiterei! Schwere Kavallerie zu euren Diensten! Krieger Makedoniens! Okay, gut. Ah, der ist hier auch ganz allein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, gut. Okay, super. Ja, das war gerade sehr spannend mit den ganzen Fernkämpfern. Wenn die es geschafft hätten, auf die Mauer zu kommen, bevor ich gekommen wäre, dann wäre es nochmal sehr interessant geworden. Das war ein Charge? Naja, okay. So. Ich glaube, das passt schon. Wieso konnte ich den gerade nicht angreifen? Gut. Verluste 570 und der hat 170 getötet. Also, ja. Die Abwehr ist sehr, sehr gut. Also, da zählen natürlich auch die Katapulte mit dazu. Die haben auf jeden Fall sehr viel Damage gemacht. So. Das ist jetzt meine Stadt. Raus da. Gut. Das war wichtig. Du. Ich weiß nicht, soll ich mit denen versuchen, hier anzugreifen? Niemand wird entkommen. 60%. Nee. Ja, wobei, doch. Aber ich will noch ein Tor mitnehmen. So. Ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, weil... Oh, hier kommt Athen. Weil das nix, also weil ich jetzt nicht mehr weg konnte. So, dann machen wir mal so. Das ist die nächste Stadt in unserem klitzekleinen Imperium. Wie sieht's da unten aus?
Hier sieht's ganz gut aus. In Petra. Petra braucht Wasser. So, die brauchen Landwirtschaft. So, du? Gehst mal hier hin. Das ist zum Beispiel auch eine ganz nette Taktik. Wenn man die Stadt nicht verteidigen kann oder will, dann einfach Militärgebäude reinpflanzen. Weil dann wächst natürlich auch die Garnison. Das ist sehr gut. So, 31 vor Christus und wir haben hier schon ziemlich aufgeräumt. Und es geht noch weiter, weil der kann jetzt endlich mal seinen blöden Gewaltmarsch wegmachen. Das ist richtig gemein hier. Der Vorteil ist, also ich kann ja Nachtangriff machen. Ups, das war ein Stift. Ich kann ja Nachtangriff machen und bei Nachtangriffen werden die nicht unterstützt. Also bekommen keine Verstärkung, weil die schlafen ja. Ich weiß nur nicht, ob ich das will. Also ich weiß nicht, ob ich will, dass er keine Verstärkung bekommt, weil dann würde ich zwei Fliegen mit einer Klatsche machen, weil das ist eine ziemlich gute Armee. Das ist Pizzetai-Roi. Das sind Pizzetai-Roi und zwar richtig viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich mache Nachtangriff, weil Pizzetai-Roi sind in der Stadt besser. Und deswegen will ich die Armee im Feld angreifen. Warte mal. Ja. Natürlich kann ich keinen von beiden angreifen. Ne? Okay, aber es sieht schon ganz stabil wieder aus. Alexandria gehört auch mir. Bei Sparta hat es gerade einen Aufstand gegeben, da, beziehungsweise gerade, also in den letzten Folgen. Gut. Da warte ich noch. Ja, dann habe ich hier Ares Terror. Der könnte eigentlich mal nach Spanien. Der könnte eigentlich wirklich nach Spanien. Und die fahren mal vor. Und der schaut mal hier vorbei. So. Dann bis zum Rand der Welt. Das ist schön. Genau. Nachtgefecht. Alle Elefanten. Hat er Elefanten? Ne, habe ich keine. Ja. Dann bekommst du auch nichts. Du bist auch nochmal befördert worden. Das ist sehr schön. Du bist auch befördert worden. Das ist noch schöner. Genau, hier. Plus 8% der Chance auf Verwundung feindlicher Agenten.
das ist halt schon nicht schlecht. Der hat halt überlebt, der Gute. Und der hat hier 20%. Ja, okay, aber der hat auch hier 13. Das ist ein richtiges Viech, ne? Hier, warte. Hingabe hat da 6% Chance auf Verwundung. Also insgesamt 26. 28, 38. Tja, wenn da noch einer überlebt, dann weiß ich auch nicht. Oh Mann. So. Athene ist auch gerade richtig gut dabei. Sparta kann jetzt halt nicht wirklich was machen. Ich weiß auch nicht, ob ich die, ob ich alle Flotten von Sparta hätte wegziehen dürfen oder sollen, weil Sparta wieder abtrünnig wird. Aber gerade passt es ja. Ah, der muss auf jeden Fall fliehen hier. Ich bin mal gespannt, wann wir endlich die Abtrünnigen. Meine Worte sind einfach gesprochen, ohne List. Quitri. Nehmt sie an oder lasst es bleiben. Doch seid ehrlich dabei. Quitri hat mich. Du hast mich angegriffen. Das geht mal gar nicht. Oh. Okay, Rang erhöht. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Forschung abgeschlossen. Kind ist geboren. Frieden verhandelt. Ah, Athene und Sparta. Natürlicher Tod. Thesmophorien. Frauen der Fruchtbarkeitsgöttin. Ja, genau. Das kennen wir ja alles. So. Dann, dich habe ich ganz vergessen hier. Die Siedlung wird belagert. Ja, wunderbar. Stimmt. Wie lange steht er da schon? Schon ein bisschen. Tradition. Mach ich mal, warte. Ah, das war falsch. Nee. Das ist gar kein. Das ist ein Kommandant und kein Hinterhaltsfuzzi. So. Loyalität, ja. Dann mache ich noch das da. Warte, erstmal das da. Du stoppst mal hier hin, du stoppst dahin. Der ist gerade von da nach da, nicht? Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Und den kann ich auch nicht. Naja. Na, du gehst mal hier hin. Sorry, dass ich dir gerade alles vor der Nase wegschnarr. 81. 80, okay, ja. So. Und dann fehlt nur noch der da. Da kann ich eigentlich. Ja, wobei, nee, das ist alles Dead Zone. Du gehst mal hier hin. Gehst mal da rein. Okay. So, dann. Ja, lange haben wir nicht mehr.
Ich weiß, ich zeige das oft, aber jetzt ist es bald wirklich soweit, dass es fertig ist. Er geht echt jetzt durch die Wüste. Naja, was bleibt denn anderes übrig? Das ist wahr. Was bleibt denn anderes übrig? Du könntest jetzt auch mal aus deinem Winterschlaf kommen und hier weitermachen. Uiuiuiui. Warum ist der so viel besser als ich? Toriussperre, naja. Hopliten. Ah, Massilial Kavallerie, okay. Die ist nicht schlecht. Aber ich sag, wir können das schaffen. Alexander Stolz ist stolz genug, um das zu machen. Und weil, ja, und die KI sagt, sie kann es nicht, aber das ist kein Grund, das nicht zu machen. Trocken starten. So, ich kann aber nicht sehen, wo seine Artillerie ist. Aber könnte sein, dass er sich hier ziemlich breit aufgestellt hat. Nahkampfinfanterie! Ja, naja, meine Bogenschützen sind ganz ordentlich. Okay, da ist ein Teil, da ist ein Teil. Ja. Da ist also die Artillerie. Das ist sehr, sehr dumm von dir. Macht auf jeden Fall schon richtig schönen Schaden. Die wird von Steinschleudern bewacht. Are you kidding me? Ja, das ist ganz gut. Hier sind Hopliten. Dann hol ich mal die Steintypen. Die verlieren hier überraschend viel. Seid ihr mal fertig, danke. Alter. Da habe ich jetzt auch nicht aufgepasst. Trend. Söhne des Hahn, ja, zum Einsatz. Obliegt eure Befehle.
Kampftruppen erwarten Befehle. Karantäne für Kavallerie! Sehr schön. Meine Bogenschützen machen auch sehr gut mit. Außer der in der Mitte. War ja klar. Aber das, das ist ja auch verständlich. So. So, die beiden von vorne, die werden jetzt mal weggehen. Unsere Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Machen sich mal jetzt fertig. Geht mal jetzt von hinten rein. Aber wie das aussieht, das sieht schon cool aus. Ich mag Bogenschützen. Die sind auch ziemlich am struggeln hier. Und da versuche ich mal, den in den Rücken zu fallen. Habe ich die nicht nach da geschickt? Bogenschützen! Anscheinend nicht. Deswegen haben die so viel Damage gemacht, weil das viele Tasten sind. Aha. Der feindliche General ist Söhne des Ares. Das ist gerade sehr schön, dass der General tot ist. Wendet sich zu unseren Gunsten. Natürlich tut sie das. Unsere also die da werden gerade ein bisschen zermalmt hier. Uiuiui. Komm ich raus? Ja, die kommen raus. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Aber, also ich weiß nicht, ob der überlebt. Wahrscheinlich nicht. Na, die haben sehr gelitten. Die haben sehr gelitten. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Komm hier. Es ist immer so lustig, wenn sie kurz vor Schluss fliehen. Das ist so. Ach, muss doch jetzt nicht sein.
knapper Sieg. 700 Verluste. Ja, naja, so knapp ist das nicht. Die Bogenschützen waren richtig schön. Also keiner hatte unter 100. Also, also mindestens 100 hatten die. Der hat überraschend viel vernichtet. Also der in das Katapult. Das hat... Ja. Gut. Naja, aber wir haben die Stadt. Das ist die Hauptsache. Und jetzt erstmal ausruhen. 3 Runden brauche ich dafür. Um mich zu erholen. Ich bin total erschöpft hier. So. Nächste Runde mache ich 35.000. Das ist gar nicht so viel. Das ist gar nicht so viel. Warte, ich schau mal kurz. Steuern 87.000 Armee und halt 52.000. Ja, okay. Ja, ich hab sehr viel Armee. Das ist wahr. Wieder alles updaten und dann hat sich das auch. Oh, da gibt es viel zum Updaten. Hier auch. Hier ist alles klar. Da auch. Sorry, das muss man hier leider am Schluss machen. Hier war noch ein Fischer. So, jetzt bin ich aber durch. So, dann Beförderungen. Gibt's einige. Wieso hast du was bekommen? Dafür, dass du in die Wüste gegangen bist, oder was? Der hat auch wieder was bekommen. Linke Faust. Ja, die hat's definitiv verdient. Rüstung. Ist immer gut. Die 10.000. Ja, ihr habt's auch verdient. Ich mache einen Stratege. Genau. Nahkampf gegen barbarische Stämme passt gerade sehr gut. Weil der wird eigentlich nirgendwo anders mehr hinkommen. So, 38 Minuten. Oh, es tut mir leid. Gut. 30 vor Christus und wir sind so groß. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut. Okay.